Und nächster Redner, Andreas Schieder, er ist der geschäftsführende Clubobmann der SPÖ. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Vorgängerregierung und damit auch die Sozialdemokratie übergibt ein Land mit starker Wirtschaft, mit hoher Beschäftigung, mit sinkender Arbeitslosigkeit und mit gutem sozialen Zusammenhalt. Die Frage ist jetzt, wird das so bleiben? Ich fürchte, nicht zwingend. Die Erklärung, die wir heute gehört haben von der Bundesregierung, vom Bundeskanzler, stellt sich die Frage, in welche Richtung wird das Land gehen. Nur die Erklärung selbst war ja wesentlich inhaltsleerer als das Regierungsprogramm, das man sich im Internet runterladen kann. Und da wird uns auch nicht das Faktum darüber hinweghelfen, dass jetzt der neue Regierungssprecher schon eine E-Mail geschrieben hat, dass wir uns gerne an ihn wenden können. Denn das ist wiederum nicht die Form von parlamentarischer Diskussion, dass der Regierungssprecher den Abgeordneten sagt, wenn ihr Fragen habt an die Regierung, dann ruft es mir an oder schreibt es mir E-Mail. Nein, die politische Diskussion muss hier stattfinden und daher hätte ich mir erwartet, dass die Präsentation des Regierungsprogramms durch den Bundeskanzler neben den hohlen Phrasen ein, zwei, drei Inhalte auch noch präsentiert hätte. Schade, war es nicht, macht ja nichts. Das zweite Interessante ist, normalerweise erwartet man sich ja auch, dass die einzelnen Regierungsmitglieder, genannt Ministerinnen und Minister, sich zu Wort melden und sagen, was sie in ihrem Bereich vorhaben. Passiert heute nicht. So wie gestern beim Ministerrat, da gehen alle mit einem Maulkorb brav an den Journalisten vorbei, weil in der neuen Regierung Kurz sprechen nur mehr zwei, nämlich Kurz und Strache und dann halt manchmal eher Hände ringen und verzweifelnd der Regierungssprecher, so wie gestern in der ZIB 2. Ich finde es noch nicht okay, weil ich hätte mir eigentlich auch erwartet, dass jeder Minister und jede Ministerin die Erlaubnis kriegt von euch, dass sie auch ein bisschen sagen darf, wofür sie stehen. Wir werden darauf warten, spätestens im Ausschuss werden wir es erfahren. Vielleicht sind ja dann auch die Redemanuskripte vom Herrn Launsky schon vorgeschrieben, damit es jeder vortragen darf. Parallel dazu erleben wir übrigens den Abgesang von Schwarz-Blau 1 im Landesgericht. Dort findet der Prozess statt, wo Schwarz-Blau 1 gerade verurteilt wird für all das, was es gemacht hat, nämlich die Leute bestohlen hat in diesem Land. Und das ist gut so. Ich hoffe nur, dass wir bei Schwarz-Blau 2 nicht wieder vor dem Gericht landen. Die Verantwortung wird bei Ihnen sein, dass das nicht passiert. Na, so billig ist nicht. Es ist ehrlich gesagt schweineteuer, was da passiert ist. Überhaupt nicht billig. Sie sind ein Zyniker. Es ist nicht billig. Die ganze BUWOG ist verscherbelt worden und Sie sagen billig. Na, das ist typisch. Ich glaube, Sie arbeiten schon wieder am Neichenplan. So, die ÖVP. Hände raus aus den Taschen der Bürger, sage ich Ihnen. Hände raus aus den Taschen der Bürger. Der Selbstreflektor heute war der Kollege Strache, wenn Sie zugehört haben. Also seien Sie vorsichtig, sonst kriegen Sie dann in der Clubversammlung eins über die Mütze. Das ist nicht gescheit. So, die ÖVP hat plakatiert, Zeit für Neues. Was ist Kuhmann? Rückschritt. 12-Stunden-Tag, Rauchen, Studiengebühren, Bildungsrückschritt. Die ÖVP hat plakatiert, sie ist für einen kleinen Mann da. Was ist passiert? Die sozialen Schwachen werden als erstes im Regen stehen gelassen. Kürzung von Arbeitsmarktpolitik, damit ja die Arbeitslosigkeit nicht sinkt, sondern hoch bleibt. Was wird weitergemacht? Sozialabbau, Hartz IV wird eingeführt. Der Kinderbonus wird eingeführt, aber das, was versprochen worden ist, dass die Alleinerzieherinnen was davon kriegen, passiert nicht. Ein Drittel derer, die das kriegen sollten, kriegen es nicht. Das ist zynische Sozialpolitik. Damit ist klar, was passiert ist. Interessant auch ein Blick aufs Mietrecht. Das Mietrecht ist eines, das, was Sie wollen, der Zinshausbesitzer. Und es steht ja drinnen im Regierungsprogramm, sagen hat sich keiner traut, Eigentum, das ist die neue Freiheit. Das ist so frei nach Marie Antoinette. Wenn es kein Brot gibt, esst halt Kuchen. Wenn es kein Mietrecht gibt, kauft euch halt Wohnungen. Das ist der Zynismus aus der Cottage-Viertel des 12. Bezirks, wo der Herr Kurz aufgewachsen ist.
Arbeitsmarktpolitik. Die FPÖ hat noch plakatiert, keinen ungeregelten Zuzug in den Arbeitsmarkt von Billigarbeitskräften. Was machen Sie? Auf, damit Köche, Billigköche reinkommen, noch und nöcher, und die armen Köche, die schon hier sind, erst recht keinen Job kriegen. Das ist die freiheitliche Arbeitsmarktpolitik, die am Schluss gemacht ist. Die ist schlecht und schändlich. Dann wird gleichzeitig Studiengebühren werden eingeführt, und der ÖH wird gleich einmal ins Regierungsprogramm schreiben: Liebe Studenten, Maulkorb schreiben wir auch noch rein, weil die Hochschülerschaft darf in Zukunft nur mehr engste Interessensthemen behandeln und sich nicht mehr äußern. Das ist das, das mundtotmachende Interessensvertretung auch noch. So, und jetzt bleibt die Frage. Jetzt bleibt die Frage, warum das alles? Warum? Und da müssen wir zurückschauen im Wahlkampf. Da hat es gegeben den Herrn Bierer, der hat ganz einfach, ehrlich und offen gesagt, ich habe einen Wunsch. Nämlich den 12-Stunden-Tag, und für den Wunsch gebe ich euch Geld. Und was passiert jetzt? Es kommt der 12-Stunden-Tag. Na, eider daus, das ist Art von Politik, die ich wirklich nicht richtig finde. Weder inhaltlich noch moralisch, das muss ich Ihnen sagen. Und was fehlt? Was fehlt im Regierungsprogramm? Der Kampf gegen die Steuerflüchtigen, der Kampf gegen die legale und illegale Steuerhinterziehung nicht mehr drinnen. Klimastrategie, wie können wir die Erhitzung der Welt begegnen? Kein Wort mehr drinnen. Wir bringen heute hier den Elchtest ein für Sie, nämlich den Antrag, wie halten Sie es zu CETA? Wie halten Sie es mit den Studiengebühren? Wie halten Sie es mit dem Rauchverbot? Wir wollen wissen, was sagen Sie vorher und wie stehen Sie nachher? Wir wollen, dass das Umfallen, das Sie betreiben, auch hier dokumentiert wird, weil damit die Leute wissen, woran sie sind bei Ihnen. Und dann machen Sie, interessante Personalrauschaden. Na, zack, der Gutenus, Kollege Gutenus ist hier im Haus als Klubobmann und gibt gleich das erste Interview und sagt, er will die Flüchtlinge in Zukunft am Stadtrand konzentrieren. Das ist natürlich die Form, wie man es gar nicht machen soll. Und da braucht man auch nicht drüber irgendwie polemisieren. Das zeigt nur ihren wahren Charakter. Und das ist so schändlich, denn das ist das genau das Gegenteil, was die Wienerinnen und Wiener wollen. Die Wienerinnen und Wiener wollen nämlich, dass die Leute hier integriert werden, einen Job kriegen und ihr Leben leben können. Und nicht, dass sie Elendsviertel am Stadtrand dort schaffen, wo die Leute dann erst recht wieder die Sorgen haben, Herr Gutenus. Aber es ist ja ganz einfach. Zeig mir deine Freunde. Und ich weiß, wer du bist. Und das ist die Frau Le Pen. Und was sind mit den Jubelorgien der rechtsextremen AfD im Internet, die sagen, wir freuen uns schon auf die österreichische Politik. Weisen Sie das endlich zurück. Das ist ja zur Schande Österreichs, was hier abpassiert. Wenn Sie da nicht mit denen in einem Boot sitzen wollen, dann steigen Sie aus dieser europäischen Fraktion und sagen Sie, dass Sie dieses Lob von der AfD nicht wollen. Kommen Sie raus und sagen Sie es. Es wäre höchst an der Zeit. Herr Abgeordneter Schieder, ich habe jetzt eine Zeit lang zugehört, was Sie gesagt haben, und bitte Sie doch, die Würde des Hauses zu respektieren und sich in der Wortwahl zu mäßigen. Was stört Sie? Der Vorwurf Schaden für Österreich und zuvor. Ja, ist ja wahr. Schande. Zur Schande von Österreich haben Sie gesagt. Und Schade. So, ich komme aber eh schon zum Schluss, dann können Sie sich wieder. Die Wahrheit ist, die FPÖ wollte unbedingt in die Regierung, weil der heutige Vizekanzler Strache gewusst hat, das sei letzte Gelegenheit. Und die andere Wahrheit ist, der heutige Bundeskanzler Kurz hat auch gewusst, schnell muss gehen, er will unbedingt Bundeskanzler werden. Auf was man vergessen hat, ist die Zukunft Österreichs auf die Entwicklung und Weiterentwicklung unseres Landes auf die Zukunft zu herausfordern. Was Sie machen, ist, die wenige Politik zu machen und für die wenigen in diesem Land, nämlich die Oberen, und die vielen unserer Gesellschaft zu täuschen und zu verraten. Sie spalten die Gesellschaft, und das ist kein guter Weg für Österreich. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder übt scharfe Kritik am neuen Regierungsprogramm. Er spricht von Zynismus. Zudem kritisiert er, dass sich die neuen Minister hier vor dem Nationalrat nicht zu Wort melden heute.